Willkommen zurück. Heute arbeiten wir wieder hier an dem Forum. Ich habe schon angefangen zu arbeiten, dann ist mir eingefallen, Kamera. Deswegen habe ich hier, wie soll ich sagen, das Gantry schon mal vorbereitet. Zack. Hier ist der Endstop. So. Ja, den habe ich schon verkabelt, verlötet, meine Probe angebracht. Und den werden wir gleich hier einbauen. Wie gesagt, das ist schon vorbereitet, die Schrauben liegen mir hier parat. Ich habe schon ein bisschen vorarbeitet. Die Leadscrews habe ich jetzt noch nicht geschafft zu schneiden. Ich habe jetzt hier die Kupplungen abgemacht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Tak, tak, tak. Nicht so schlimm. Ich habe einfach Kupplungen abgemacht, die Leadscrews daneben gepackt, sodass wir jetzt halt die Gantry bewegen können. Ich habe es, wie soll ich sagen, ich habe schon mal Entracked. Deswegen fährt die Gantry so gut. Das habe ich leider auch vergessen aufzunehmen. Aber was ich empfehlen kann ist, es gibt von Nero ein wunderschönes Video, wie ihr einen Gantry von einem Foron entrackt. Und das geht für einen Foron 2, Foron 1 und so weiter. Allgemein für jeden Core XY-Drucker. Und das ist super. Seht ihr, ne? Das Ding läuft frei. Das Ding ist einfach perfekt. So, jetzt werden wir das Gantry hier einbauen. Danach können wir auch schon den Zahnriemen einbauen. Dann geht's los. Nachdem wir das Gantry jetzt ein bisschen entkeilt haben, entdragt haben, können wir jetzt den Zahnriemen einbauen. So, jetzt haben wir einmal einen Riemen verlegt, jetzt müssen wir den zweiten auch noch abschneiden. Jeder soll ja genau die gleiche Länge haben wie der jetzige. Das bedeutet, den Riemen, den wir jetzt hier eingebaut haben, müssen wir nochmal abbauen. So, jetzt können wir aus diesem Riemen noch einen zweiten schneiden mit genauso vielen Zähnen, also genau die gleiche Länge. Denn dadurch können wir später das Gantry einmal richtig nochmal ausrichten. Außerdem, wenn wir die zwei gleichen Längen haben, können wir auch noch genau gleich viel Spannung auf beide Riemen bringen. Durch diese Front-Idler hier. So, jetzt kontrollieren wir nochmal, dass die gleich lang sind. Ja, der eine hat einen Zahn mehr, den schneide ich eben ab. Und danach passt das. Zack. So, jetzt können wir die einbauen. Und achtet dabei, beziehungsweise ich werde jetzt darauf achten, dass ich den gleichen Abstand beim linken und beim rechten Riemen, der hier rausgucken wird, haben werde, damit wir die, wie soll ich sagen, gleich gespannt haben mit den gleichen Anzahl an Zähnen. So, nachdem wir die jetzt hier eingeführt haben, müssen wir dafür sorgen, dass beide Seiten auf die gleiche Länge sind. Schnappen wir uns erstmal die erste Seite und sorgen dafür, dass die gleiche Länge hier rausschaut. Das gleiche machen wir nochmal auf der anderen Seite. Keine Angst, die müssen jetzt nicht komplett stramm sein. Das machen wir gleich alles mit den Front-Idlers hier.
müssen einfach nur auf die gleiche Länge sein und sollten jetzt nicht zu labbrig, also zu viel rumhängen. So, die Belts sind fest, sind zwar noch locker, aber das können wir gleich hier mit den Idlern einmal ausbessern. So, wir sind jetzt erstmal durch. Ich habe nochmal ein bisschen mehr Spannung auf die Riemen hier gegeben. Der sitzt jetzt ein bisschen mehr fester. Ich habe nochmal kontrolliert, das ist alles gut. Beim nächsten Mal werden wir jetzt das Bett einbauen, wenn alle Platte, die ich hier liegen habe, passt. Weil ich habe nämlich eine zu große Aluplatte, schon mit einem Silikon hinter drauf. Mal gucken, ob die reinpasst. Wenn ja, bauen wir sie beim nächsten Mal ein. Wenn nicht, leider nicht. Dann fangen wir an mit der Elektronik und den Toolet hier aufzubauen. Wir kürzen die Lead Screws. Habe ich noch nicht gemacht, wie gesagt, hoffe ich mal, dass ich es jetzt schaffe. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Vergiss nicht zu subscriben und einen Daumen hoch da zu lassen. Ciao.